Jod, ein Spurenelement aus dem Meer und der Erde. Was ist deine erste Assoziation bei dem Begriff Jod? Etwas zum Wunden desinfizieren? Richtig. Etwas, was Wellensittiche fröhlich zwitschern lässt? Auch richtig. Die berühmten Jod-S11-Körnchen aus der Werbung. Etwas, was unsere Schilddrüse braucht? Volltreffer. Etwas, was unseren Körper vor radioaktiver Strahlung schützt? Auch Volltreffer. Das klingt alles ein bisschen abgefahren, aber es stimmt schon. Aber was ist denn Jod nun eigentlich genau? Das erfährst du in meinem heutigen Beitrag. Um keine Videos zum Thema Gesundheit mehr zu verpassen, abonniere auch meinen Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine meiner Videos mehr, die ich für dich gerne bereitstelle. Es ist ein essentielles Spurenelement, was unser Körper und auch viele andere Lebewesen brauchen. Essentiell heißt, der Körper kann es nicht selber herstellen. Du kannst immer davon ausgehen, dass ein Spurenelement, das ein chemisches Element in seiner Reinform ist, meistens essentiell ist. Dann ist es ein bestimmtes Atom, zum Beispiel Eisen, Magnesium, Jod, Selen, Zink und so weiter. Und keine Verbindung mit anderen Elementen. Wenn verschiedene chemische Elemente zusammen ein neues Material bilden, dann ist es ein Stoff, zum Beispiel Salz. Salz ist ein Stoff, und zwar eine Verbindung von Natrium mit Chlor. Beides sind Elemente, die sich zum Natriumchlorid zusammenschließen können und normales Salz bilden. Der Körper kann solche Verbindungen oft auch wieder aufbrechen und sich das Element holen, was er braucht. Das ist zum Beispiel bei Jod eine wichtige Sache, wenn es um den Schutz vor Radioaktivität geht. Unser Körper holt sich das Jod aus der Nahrung und schleust es in die Schilddrüse. Die ist das Organ im Körper, das am meisten das Jod aufnimmt. Denn diese Drüse macht daraus neue biochemische Stoffe, sogenannte Stoffwechselhormone, die für uns lebenswichtig sind. Thyroxin, T4 und Triiodthyronin, T3. Wenn diese nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, kommt der Stoffwechsel durcheinander. Dann macht sich die typischen Symptome der Schilddrüsenunterfunktion bemerkbar. Wenn der Körper das Jod, was er mit der Nahrung bekommt, in den Körper einbaut, kann er nicht unterscheiden, ob er normales Jod oder radioaktives Jod serviert bekommt. Er nimmt es einfach. Bei radioaktiven Unfällen wird aber radioaktives Jod in die Umwelt gegeben und damit verseucht es schnell die Pflanzen und Tiere und am Ende der Nahrungskette auch den Menschen. Abhilfe ist einfach. Wenn man ausreichend Jod zu sich nimmt, ist der Jodbedarf gedeckt und der Körper nimmt das verseuchte Jod nicht mehr auf. Wenn man mit der Nahrung und mit Nahrungsergänzungsmitteln täglich um die 200 Mikrogramm Jod zu sich nimmt, dann ist die Schilddrüse gut versorgt. Sie kann daraus die wichtigen Hormone bilden und auch den körpereigenen Speicher von ca. 10 bis 20 Milligramm Jod sogar als Vorrat auffüllen. Das ist eben genau die Gefahr, die im Fall einer radioaktiven Verseuchung droht. Die Schilddrüse nimmt alles auf und füllt ihre Speicher und lagert damit die krebserregenden Strahlung über längere Zeit im eigenen Körper ein. Mitteleuropa gilt als Jodmangelgebiet und die Anzeichen von Jodmangel werden selten erkannt. Was also sind die Mangelerscheinungen? Was sind die Anzeichen für Jodmangel? Als typische Anzeichen gelten Antriebsschwäche, Erschöpfung, chronische extreme Müdigkeit, Wachstums- und Entwicklungsstörungen bei Kindern, Konzentrationsstörungen, Zerstreutheit, Kälteempfindlichkeit, Enge und Druckgefühl im Hals, Atem- und Schluckbeschwerden sowie Hautveränderungen. Bei Jodmangel kann es dazu kommen, dass die Schilddrüse die Unterfunktion dadurch zu beheben versucht, dass sie sich vergrößert, indem sie die Zellen vermehrt und die Hypophyse mehr Hormone zur Schilddrüsenstimulation ausschüttet, um aus dem wenigen Jod so viel wie möglich zu machen. Funktioniert das nicht, wird das Schilddrüsenwachstum so stark, dass es sichtbar wird. Ein Kropf entsteht. Man sollte aber nicht einfach zu Jodtabletten greifen, wenn nicht ein eindeutiger Jodmangel festgestellt wurde. Denn zum Ersten sind dieselben Symptome wie bei Jodmangel auch die der Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis. Und zum Zweiten kann eine Überversorgung ebenfalls zu solchen Symptomen führen.
Am besten ist es natürlich, Jod durch die Nahrung aufzunehmen. Vegetarier und Veganer sollten darauf achten, keinen Jodmangel zu erleiden. Es gibt aber auch hier Möglichkeiten, zum Beispiel Meeresalgen, die man zusammen mit Gemüse essen kann. Oder ein bisschen in der japanischen Küche einzutauchen, die viele schmackhafte Gerichte mit Meeresalgen kennt. Diese Algen wie Wakame, Kombu, Heichiki, Kelp, Dulse, Nori oder Arame enthalten recht viel Jod und es genügt schon regelmäßig kleine Mengen davon zu essen. Genauso wie bei Fisch sollte man aber auch auf die Qualität achten. Da sie Toxine aus dem Wasser filtern können, können Algen genau wie Fische mit Schadstoffen und Schwermetallen belastet sein. Es ist daher möglich, dass sich bei einem regelmäßigen Verzehr größere Mengen an Algen, Quecksilber, Blei und Cadmium in deinem Körper anreichern. Gleiches gilt für Aluminium und Arsen. Es gibt aber auch gute Jodquellen unter den pflanzlichen Lebensmitteln. Kohlgemüse, Pilze, Nüsse, Sämereien und Hülsenfrüchte. Es ist also gar nicht so schwer, ausreichend versorgt zu sein, ohne das Risiko einer Jodüberdosis zu riskieren. Möchtest du doch zu einem Nahrungsergänzungsmittel greifen, empfehle ich dir entweder eine Lugolsche Lösung oder die Bio-Kelbalgenjod aus Schottland oder Seealgenmehl, die beste Jodquelle. Alle ausgewählten Produkte findest du in meiner Videobeschreibung. Bei Waldkraft erhältst du auf deine Erstbestellung mit dem Rabattcode Welt der Gesundheit 10% Rabatt. Das war's von mir für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Möchtest du noch mehr erfahren? Schau sehr gern auf unsere Webseite www.weltdergesundheit.tv. Dort findest du viele redaktionelle Beiträge. Gesundheit und ein erfülltes Leben sind kein Zufall. Du kannst dir so viel Gutes tun. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Gesunder Lifestyle, immer dienstags, immer 16 Uhr, hier pünktlich auf YouTube. Deine Jana.